Otto zählt zu den innovativsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts. Legendär sind die Zeltdächer des Olympiaparks in München und der deutsche Pavillon bei der Weltausstellung im kanadischen Montreal. Sie inspirierte die Arbeit vieler anderer Architekten. Frei Otto schrieb einmal: Jede Kunst lebt von Vorbildern. Die Malerei und die Bildhauerei fanden sich früher vor allem in der Natur. Die spannungsvoll unvollendete Vollkommenheit und vor allem unerklärbare Schönheit zeigte. Die Baukunst aber hat Natur nur sehr selten zum Vorbild genommen. Rückwärtsblickend ist sie sich selbst Vorbild. Frei Otto blickte nicht zurück. Er studierte die Natur, ließ sich inspirieren. Georg Vrach-Leotis, Leiter des Südwestdeutschen Archivs für Architektur und Ingenieurbau, kurz SAAI, hat die Modelle von Frei Otto stets vor Augen. Sein Institut, das am Karlsruher KIT angesiedelt ist, besitzt eine umfassende Sammlung an Modellen, Plänen und Fotos des großen Architekten. Frei Otto wählte eine Perspektive auf Umwelt und Gesellschaft, die hochgradig innovativ ist aus heutiger Sicht. Er betrachtete die gebaute Umwelt als eine Art Naturforscher und fragte sich nicht nur, wie die Form von Objekten aussieht, welche Variationen sie in der Natur aufzeigen, sondern vor allen Dingen auch, welche Prozesse hinter der Formentstehung eigentlich zu finden sind. Er tat dies, indem er eine ganze Reihe von Objekten sammelte. Er tat dies, indem er die Natur auf eine ganz bestimmte Art und Weise untersuchte, methodisch gesprochen zwischen dem Blick eines Künstlers und dem Blick eines Ingenieurs, allerdings mit den Werkzeugen eines Technikers. Das heißt, Otto schaute auf die Natur, auf die Prozesse hinter den Formen der Natur und entwickelte aus dieser Neugier, aus dieser Faszination an diesen Prozessen ein ganzes Repertoire, ein methodisches Repertoire an Apparaturen, Instrumenten, Messtischen, mit denen er diese Prozesse direkt am Modell untersuchen konnte. Wichtig bei dieser ganzen Betrachtung von Frei Otto und seiner Perspektive auf die gebaute Umwelt ist zu verstehen, dass er Modelle entwickelte, die keine statischen Objekte waren, sondern mehrheitlich Prozessmodelle darstellen. Das heißt, Modelle, die Prozesse selber abbilden und mit denen er gewissermaßen die Formvielfalt, aber natürlich auch die Ingenieursleistung eines solchen Prozesses untersuchen konnte. Wichtig bei der Perspektive auf Ottos Œuvre aus heutiger Sicht ist besonders, dass wir feststellen, dass er gewissermaßen auch die Grundlage für das gelegt hat, was wir heute Modellierung nennen, also die Grundlage der Simulation, der Begriff des Modells in seiner kompletten Ausweitung neu betrachten müssen. Und damit ist er natürlich hochrelevant für das 21. Jahrhundert. Der Visionär Frei Otto wünschte sich für die Zukunft: Meine Vision von der Baukunst von morgen braucht keine neue Ästhetik, aber ein vervollkommnetes ästhetisches Empfinden. Ich erhoffe und wünsche mir für das Bauen im nächsten Jahrhundert sanfte Zurückhaltung im Bereich des Materiellen, bei gesteigerter Sensibilität, die sich unverzerrt und frei entfaltet.